Liebe Demokraten, ich grüße euch. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Ich habe mir vorgenommen, mal eben schnell durchs Alphabet zu galoppieren. Also, ich grüße auch die Antifa-Analphabeten da hinten, die man auch gerne als Merkel-Jugend bezeichnen könnte. Ich grüße euch und ich lade euch ein, wieder Demokraten zu werden. Wie gesagt, ich galoppiere. Das nächste sind die Haltungsjournalisten, die ich beim letzten Mal erwähnt habe. Der Oberhaltungsjournalist von Dresden ist Alexander Schneider, den ich das letzte Mal angegriffen habe, und zwar mit Fakten. Der Alexander Schneider kann sich also nicht merken, über 5 Monate, wie viele Demonstranten im Oktober hier waren. Es waren eben nicht 1000, sondern 5000. Er hat den Namen von Markus Fuchs falsch geschrieben und ihr werdet nicht glauben, nach der Demo kam die Polizei zu mir und hat nach meinem Namen verlangt, weil er eine Anzeige gegen mich erstatten wollte wegen Beleidigung, weil ich ihn einen Haltungsjournalisten genannt habe. Ihr könnt davon überzeugt sein, dass mich das null einschüchtert. Hallo, lieber Alexander Schneider. Der Alexander Schneider hat in dem gleichen Abend den Artikel korrigieren lassen in der Sächsischen Zeitung. Auf einmal waren wir dann doch wieder 5000 und der Name von Markus war richtig geschrieben. Ich habe da mal nachgeguckt. Der Herr Schneider hat über unsere Zeugenhinweise für den Strafgerichtshof in Den Haag nicht mit dem Markus gesprochen. Er möge mich korrigieren, wenn es sich geändert hat. Stattdessen hat er einen Verkehrsrechtler interviewt. Einen Verkehrsrechtler hat er zum Völkerrecht interviewt, weil er ihm eine genehme Meinung zugesagt hatte. Sowas Lächerliches nennt sich Journalist. Jeder Depp kann sich Journalist nennen. Auch ich nenne mich ein Journalist. Aber ich mache das ehrenamtlich und als Hobby. So. Also, ich will nicht allzu viele Zahlen nennen, aber meine Statistik ist jetzt über ein Jahr alt. Inzwischen sind 4,2% aller Dresdner positiv auf Corona getestet worden. Und uns wird erzählt, es hätte da irgendwann mal ein exponentielles Wachstum gegeben. Ich glaube, jeder Sechste oder Siebtklässler könnte das Gegenteil beweisen, dass es ein exponentielles Wachstum nie gegeben hat in Dresden. Das Einzige, was exponentiell gewachsen ist, ist die Anzahl der Tests und die Dummheit der führenden Politiker. Und da wäre... Und da wäre als erstes unser geliebter Oberbürgermeister Dirk Hilfer zu nennen. Dieser Dirk Hilfer wurde 2015 mit 100.122 Stimmen gewählt, und zwar bei 436.000 Stimmen, Wahlberechtigten. Also, das entspricht nicht mal 23% aller Wahlberechtigten. Ich habe heute per E-Mail angezeigt bei der Stadt, dass ich ein Bürgerbegehren zur Abwahl dieses geliebten Oberbürgermeisters starten will. Ich bin Demokrat und ich will diesen Oberbürgermeister abwählen. Und dafür braucht es in einem ersten Schritt rund 87.000 Stimmen, was 20% der Wahlberechtigten entspricht. Sollte dieses Quorum, was sehr hoch ist, erreicht werden, bräuchte es in einem zweiten Schritt 50% aller wahlberechtigten Dresdner, was 218.000 Stimmen entspräche. Das sind also mehr als doppelt so viele Stimmen, die man braucht, um unseren geliebten Oberbürgermeister abzuwählen, wie es gebraucht hat, um ihn ins Amt zu hieven. Da drüben sitzt ein Rathaus. Ich hatte am Samstag einen Gesprächstermin in der Bürgersprechstunde mit ihm. Es wurde mir am Freitag abgesagt, wegen Mangel aus anderen Interessenten. Ich habe dann nochmal angerufen und habe gesagt, ich würde doch darum bitten, das Gespräch doch vorzuziehen und nicht erst am 8. Mai zu haben. Da ist nämlich die nächste Bürgersprechstunde. 8. Mai ruft im Rathaus an als Bürger, seid freundlich und meldet euch für eine Bürgersprechstunde an. Ich habe einen Termin um 13 Uhr, jeder von euch kann das auch tun. Und dann gucken wir mal, wie viel Interesse es gibt. Und dann stellt ihm gefälligst Fragen, und zwar die, die euch auf der Seele brennen. Also, das ist nur der erste Schritt, und um es nicht zu lang zu machen,
Der nächste Schritt ist ein Volksbegehren in Sachsen. Und zwar, um die sächsische Gemeindeordnung zu ändern. Es kann nicht sein, dass ein Bürgermeister mit 23% der Stimmen gewählt wird und es schon 20% braucht, um ihn wieder abwählen zu können. Ich will also das Quorum senken auf 5% oder auf 10%, wie das bei anderen Bürgerbegehren der Fall ist. Ich bin Demokrat, macht mit, ihr werdet über die Querdenker erfahren, wo ihr dieses Bürgerbegehren unterzeichnen könnt. Ich rufe euch auf, werdet aktiv! Ich danke euch!